Wo keine Gemeinschaft ist, da kann auch keine Freundschaft sein. Das hat schon der griechische Philosoph Plato gewusst. Im Caritas-Haus in Korschenbruch am Kirchplatz wird genau das gelebt, die Gemeinschaft. An jedem Wochentag zwischen 8 und 16 Uhr. In der Seniorentagespflege trifft sich an diesem Donnerstag ein Kreis, der sich schon sehr gut kennt. Rund 20 ältere Menschen kommen hier zusammen, um gemeinsam den Tag zu verbringen. Betreut werden sie von einem Caritas-Team. Das beginnt diesen Tag für die Gäste, wie immer, mit einem schönen Frühstück. Wir öffnen jeden Morgen um 8 Uhr bis 16 Uhr. Hier ist eine große Gemeinschaft, also hier wird Gemeinschaft groß geschrieben. Viele Gäste, die hierher kommen, kennen sich untereinander bereits sehr gut. Wer neu zur Tagespflege kommt, wird schnell in die Gemeinschaft aufgenommen. Hier entstehen Freundschaften oder bleiben alte Freundschaften erhalten. Wir kennen uns, wir drei, ne, schon vom Sport aus. Wir hatten hier einen Schnuppertag. Ich werde sowieso von der Caritas betreut. Ich habe einen Knopf zum Alarm. Ne? Und da haben die uns eingeladen, uns das mal anzusehen. Das war schön. Da habe ich mir einen Donnerstag ausgesucht. Nach dem Frühstück ist vor dem nächsten Essen. Die Mahlzeiten werden nicht geliefert, hier wird frisch gekocht. Viele Gäste helfen gerne dabei. Das Kartoffelschälen wird zum Gemeinschaftserlebnis. Wir lernen zu lernen. Ich bin zu Hause allein und meine Tochter ist heilfroh, wenn ich dann unter Menschen bin und ich selbst auch. Man hat nicht so viel Angst, dass man hinfällt. Es ist jemand da. Wer weiß denn, welchen Tag wir heute haben? Welchen Wochentag? Donnerstag. Währenddessen gibt es für die anderen Gäste die tägliche Zeitungsrunde. Michaela Lautermann, die stellvertretende Leiterin, liest vor. Die Gäste hören gerne zu. Nur selten bleibt etwas unkommentiert. Die neue Grippe ist im Vormarsch. Wer ist denn alles schon geimpft? Lasst ihr euch immer impfen? Ja? Anschließend Sport für Senioren. Da viele nicht mehr gut auf den Beinen sind, klappt das auch prima im Sitzen. Die Übungen fördern die Gelenkigkeit, aber auch die Konzentrationsfähigkeit. Hauptsache aber ist, sie machen allen Spaß. Jetzt nehmen wir unseren Daumen und probieren jeden Finger einzeln abzutippen. Damit sich die Gäste in der Tagespflege der Caritas wohlfühlen, wird dokumentiert, was ihnen gefällt und was nicht. So kommt dann zum Beispiel für die Senioren immer das richtige Frühstück auf den Tisch und niemand wird zu etwas gedrängt, was man nicht mag. Wir führen von jedem Gast eine Dokumentationsmappe. Dort werden täglich Berichte und Auffälligkeiten dokumentiert, wie es dem Gast hier am Tag ergangen ist, ob es irgendwas Besonderes gab. Ja, das wird hier regelmäßig eingetragen, damit auch die anderen Mitarbeiter über alles informiert sind. Besonders beliebt bei den Senioren das Würfelspiel. Große Rechenkünste sind nicht gefordert, aber ein wenig Mitdenken. Das Team der Caritas will seine Gäste auch geistig fit halten. Es soll natürlich auch das erhalten, was noch vorhanden ist. Die Motorik, die wird dadurch gefördert, sozusagen spielerisch, ohne dass man es wirklich merkt. So geht der Vormittag schnell um für die Senioren. Gleich ist auch schon das Mittagessen fertig. Die kleine Gesangsstunde steht zwar nicht auf dem Programm, macht aber allen einen Riesenspaß. Du wickst mich immer noch fort, ja, na, all denn, ja, 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 ne, 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 ne. Doch bevor gegessen wird, gibt es immer noch ein kleines Ritual. Können wir starten? Wer gibt den Ton an heute? Frau Mühle? Danke für alle guten Freunde, danke, o Herr, für jedermann. Danke, wenn auch den größten Feinde ich verzeihen kann. Nach dem Essen haben sich die Senioren etwas Ruhe verdient. In der Tagespflege sind dafür extra Räume eingerichtet worden. Für das Caritas-Team am Kirchplatz gibt es auch jetzt noch genug zu tun. Also es gibt halt sehr viel Organisatorisches, was erledigt werden muss. Unter anderem müssen wir jede Woche den Fahrplan für die kommende Woche schreiben.
Wir haben unterschiedliche Fahrdienste. Wir haben einmal den hauseigenen Fahrdienst, der von unserem eigenen Fahrer mit unserem eigenen Bus gefahren wird. Dann haben wir das Fahrdienstunternehmen Menschenmobil, was für uns Fahrten erledigt. Und dann haben wir auch jede Menge Gäste, die zu Fuß zu uns kommen oder die eigene Anreise durch die Angehörigen gestaltet wird. Im Oktober 2017 hatte die Tagespflege am Kirchplatz in Korschenbruch eröffnet. Schon jetzt wird sie sehr gut angenommen. Wer körperlich oder demenziell eingeschränkt ist, bekommt hier eine gute Pflege. Senioren, die hierher kommen möchten, benötigen einen Pflegegrad. Bis zu 17 Personen werden hier jeden Tag betreut. Für sie ist der Ort mehr als nur eine Tagespflege. Für sie ist er ein Stück Gemeinschaft. Wunderbar. Die sind alle sehr nett. Wir haben keine Langeweile hier.